finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träumte, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Ja, ich bin überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Landbau geboren worden?
Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Und damit ein schnurzliches Willkommen zu Diablo 2 Resurrected mit mir und Salome. Hallo. Ich musste mich als währenddessen räuspern und das Blöde war, dass mich dieser alte Kerl an zwei verschiedene Charaktere erinnert hat. Der alte. Okay. Ja, so verhalten her, ein bisschen Dobby-mäßig. Und teilweise auch ein bisschen so Gollum. Ja, sauber. Der Typ ist für mich eine Mischung aus Dobby und Gollum. Gollum. So, dann mach ich mal ein Spiel. Genau. Muss ich auf Spielen gehen? Auf Lobby muss ich gehen, ne? Spiel beitreten, ja. Komm, bla, 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 bla. Wo geht's denn? Spieleranzahl mache ich mal auf 3 für den Fall der Fälle. So. Das Passwort schicke ich dir mal Messenger. Im Discord. Messenger. Ja, ist ja gut. Dann halt im Messenger. Auch gut. So. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, so wie ich es geschrieben habe. Ja, ich habe mich gerade verschrieben. Ach so. Spielname und Passwort. Nein. So. So. Also in den Optionen Spielname und Passwort kannst du da ausschalten. Damit das nicht angezeigt wird, weil ich weiß jetzt nicht, ob dieses Spiel bestehen bleibt oder ob wir immer wieder was Neues machen müssen. Das ich weiß nicht. Wo waren jetzt nochmal die Optionen? Weil ich sehe jetzt nur die Schwierigkeitsgrad. Oh, warte. So hab ich das genannt. Ja, das kann man ja ruhig sehen. Das ist ja egal. Aber Problem ist, ich weiß nicht, ob das Passwort, ob mir das auszuschalten geht. In den Optionen, du kannst es beim Eingeben jetzt direkt, ist es ein, mit Sternchen, also Moment. Da musst du dir jetzt keine Sorgen machen und wenn du einloggst, ist das ja erstmal nicht drinne, weil du musst ja die Map separat einschalten und das Passwort ist ja nur, wenn die Map eingeschaltet ist. Ich muss wenn da du dann im Gameplay, da haben wir es doch. Und da ist es ganz unten. Ah, das muss ich ausmachen, ne? Ja, das Häkchen rausnehmen. Gut, hab ich gemacht. Gut. Ah, warte mal, da kann ich auch gerade eben mal die. Da ist noch die Option für die Kamera gewesen. Für die Kartengröße. Ja. So. Ich halte die so, wie ich sie all die Jahre im Original gehalten habe. Das Einzige, was ich mittlerweile wirklich umgestellt habe, ist, dass die Kohle automatisch aufsammelt. Weil es ist einfach mega praktisch. So. Bin ich mal gespannt. Oh, da bist du ja direkt. Juhu, das ging aber diesmal schnell. Diesmal hat es richtig, wo ich mit der Simone noch gespielt habe zusammen und habe dabei aufgenommen, dass, weil sie dieses 7 Stunden aufnehmen, da kam sie erst gar nicht in mein erstelltes Spiel rein. Erst nachdem ich mich einmal ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte, dann kam sie rein. Komischerweise. So. Wie kann ich denn die Karte nochmal einschalten? Mit Tab. Ah, danke schön. Achtung, sie ist ja nicht hier nicht. So, ich quatsche mal an. Ich quatsche mal an jetzt. Seid gegrüßt. Ja. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird.
Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. So. Okay. Was ich ja als positiv sehe, das fand ich auch schon bei anderen Spielen geil, dass wenn erzählt wird, dass ich nicht lesen muss, sondern wenn erzählt wird, was los ist. Das mag ich. Ja, das ist auch dieser allererste Negativpunkt, die das Path of Exile bei mir damals gekriegt hat. Das ist der erste Negativpunkt, Seid gegrüßt. Wo sie mir auf Englisch noch die Ohren zugelabert haben und ich dann noch nicht einmal in Ruf mir selber vorlesen konnte, weil seit den Let's Plays lese ich immer alles sehr gerne laut vor, auch wenn ich gerade nicht aufnehme, ist eine Gewohnheit mittlerweile. Hm. Und das hat halt unfassbar genervt, wenn die dann noch auf Englisch zwischendrin quatschen. Und das ist dann das Erste, was ich ausgeschaltet habe und was ich bemängelt habe. Hier so, ne, die quatschen mir hier auf Englisch ins Ohr und Diablo schafft das schon seit dem ersten Spiel, dass da sogar eine deutsche Synchro mit dabei ist. Ja. So, ich quatsch mal hier die an, ne? Ja. Seid gegrüßt, junge Zauberin. Es ist gut, mehr von euch in diesen dunklen Zeiten im Einsatz zu sehen. Meiner Meinung nach braucht die Welt mehr Frauen, die gegen den großen Schatten kämpfen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben. Aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich damit haben wir auch schon direkt unsere erste Quest zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Jetzt hat sie fertig. Hat sie bei dir aber lange gebraucht. Ja. So, da die haben wir direkt. Die musste erstmal eine Hymne über total tolle Magierfrauen erst bei mir gehen lassen. Okay. Ja. Eine total tolle Hymne über eine Magier. Ach so, über die Magierfrau. Wegen dir. Ja. weil ich weiblich bin, auch noch Magierin bin und deswegen muss die erstmal hier so eine halbe. Oh, total begeistert. Ja, ja. Es sollte so, mehr von uns starken Frauen geben. Okay. Ja, ja. Wie man feststellt, Salome ist die Zauberin, ich bin ein Totenbeschwörer. Das heißt, ich werde mit meiner Skelettarmee werde ich hier an die Front marschieren, beziehungsweise meine Skelettarmee wird das tun. Und Salome wird dann von hinten draufballern. Das heißt, alles, was vorne ist an Sachen, an tollen Sachen, die kriege ich nicht. Naja, meine Viecher sammeln ja nichts auf. Brand. Aufsammeln muss ich schon selber. Einmal drumherum laufen wieder oder mittendurch? Ja, ich bin es gewohnt, immer die Ränder aufzudecken. Lass mich doch mal hier oben hingehen. Da oben ist noch Rand, den ich nicht aufgedeckt habe. Ja, das bisschen, das reißt jetzt auch nicht unbedingt raus, ne? Aber mir ist Perfektionismus am Start. Da muss ich alles aufgedeckt haben. Das ist ein bisschen übertriebener Perfektionismus. Ich komm schon wieder runter, aber ich keine Ausdauer mehr habe. Willst du jetzt eigentlich auf Blitz oder auf Eis gehen? Ich würde sagen Blitz.
Okay, dann habe ich irgendwo die Dingens. Ich will schockierend sein. Ach, warte mal, diesen Cutter brauche ich ja gar nicht. Du kannst übrigens am Anfang echt raufhauen, das ist nur Mana-Verschwendung. Am Anfang okay. Sind die so schwach, da knüppelst du sowieso die meiste Zeit einfach nur drauf. Aber da muss ich nicht so nah ran. Danke. Entschuldigung. Den habe ich vom Weiten erwischt. Ja, schon. Oh, mein Leben ist ziemlich. Ich soll vielleicht doch vom Weiten machen. Weil du diesen Feuerschrein angeklickt hast. Der hat uns ganz schön einen um die Ohren gehauen. Ja, Entschuldigung, war keine Absicht. Ja, das ist die Bürde, wenn man das nicht kennt, ne? Aber der Vorteil, wenn man ein Fernkämpfer ist, man muss nur einmal draufklicken. Ja. Bei mir ist hier noch so auf der Karte noch so ein. Achso, das war dieser Schrein gewesen. Okay. Komm mal her. Will mal gucken, Moment. Ob das für beide zählt. Wo rennst du dann jetzt schon wieder rum? Ah, hier unten bei dem Typen. Achso. Ja, hast du dich mitgezählt, ne? Glaub ja. Sehr gut. Eine neue Fertigkeit. Eine neue Fettigkeit. Eine neue Fettigkeit. Ja. Habe ich auch. Neue Werte, neue Fertigkeit. Ja. Moment, ich müsste mal eben kicken, wo ich das hingeschmissen hatte. Was war das? Crossbills. Ach, das war das für die Dingens. Klassenskillung. Zauberin. Ah. Ja, da ist die Blitz. Also einmal bei Feuer, also ganz rechts. Fertigkeiten, ne? Ja. Bei Feuer ganz rechts auf Wärme einen Punkt. Ja. Ja, du hast ja im Moment sowieso nur einen. Ja. Und bei. Soll ich dir dieses Bild mal schicken? Ja, bitte, bitte. Auch auf dem Messenger? Ja, bitte, bitte. Da schicke ich dir das Bild mal, da siehst du, was du da. Bei Stärke brauche ich eigentlich nichts reinzuschmeißen. Doch, Stärke so viel, dass du halt deine Ausrüstung tragen kannst. Und, ja, der Rest auf Leben, so wie bei mir halt auch. Energie aber auch wegen Mana. Nein, das kriegst du durch Ausrüstung. Okay. Energie zu skillen ist in jeder Klasse mittlerweile komplett blödsinnig. Geschick auch, wegen Verteidigung? Ja, ich hab doch, Geschick, nee. Nur, also beziehungsweise Geschick, wenn du mal was brauchst für irgendeine Rüstung. Aber ich habe bisher tatsächlich noch nie irgendwas gebraucht, um da irgendwas Dankeschön. Tragen zu können. Das war bisher eigentlich immer nur Stärke. Dankeschön. Also, bitteschön. Also die Simone meinte zum Beispiel, dass du die Stärke so zwischen 90 und 100 hast und den Rest dann tatsächlich alles auf Leben. Okay. So grob gesagt. Grob gesagt. Grob gesagt, ja. Bei mir ist es übrigens das gleiche, nur dass ich halt einen anderen Talentbaum habe. Ich hab einen Bogen gehört. Ja. Oh, Mana. Mana. Ich glaube, den hast du nötiger als ich. Ja. Ich hab trotzdem einen getroffen. Ich fand das gerade beim Eis, wo ich mit Simone gespielt habe. Da hatte sie immer Eis und da fand ich das immer so unfassbar interessant, wie sie das Eis gezaubert hat und das so gemütlich und gemächlich vor sich hingeflogen ist und dann am Ende doch das Monster verfehlt hat, weil es einen Schritt zur Seite gegangen ist. Ja, ich war sehr lustig. Eis kann gut sein, aber Eis fand ich irgendwie nie interessant. Beim Eis ist tatsächlich eher so der Blizzard-Bild ist da am geilsten, weil der macht am Ende richtig Schaden. Aber ich habe mir mal gedacht, ach komm, versuchst du mal was anderes. Und habe ich mal den Heat-Skill ausprobiert, den wo ich im Internet gefunden habe. Und der ballert echt übel. Okay. Der ist echt gut dann mit dem Kettenblitz und das ist echt super. Habe ich eigentlich schon zwei? Oh, bitteschön. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ruf da! Kleinen Moment, ich müsste mal eben
Ja. Oh, was ist ein Inventar bei I, ne? Ja, bei I. Ja. Ob man nicht irgendwie auch. Ich kann schon mal ein bisschen weiter prügeln hier in der Nähe. Ob man nicht eigentlich irgendwie auch Dings sortieren? Oder vergleichen? Ja, nicht per Klick. Nicht per Klick. Vergleichen. Vergleichen ist, glaube ich. Weiß gar nicht, ob das. Na gut, ich habe bisher noch keins, wo ich vergleichen könnte. Aber ich glaube, aber im Grunde wird dann nur das Aktuelle neben dem Neuen dann angezeigt. Also es ist jetzt nicht so wie bei WoW, wo du da so ein Plus und Minus angezeigt kriegst. Aber du hast dann praktisch das, wo du anhast, plus das, wo du gerade anguckst, hast du dann so nebeneinander, dass du dann vergleichen kannst. Ich habe einen einfachen Adlerkugel. Einhandschaden, 1 bis 3, Haltbarkeit, bla bla bla. Plus 1 Eisrüstung, okay, ist halt Eis erstmal. Und plus 5 Leben. Was hat der aktuelle? Plus 1 Feuerblitz und 50% ja. Mehr Schaden. Ah, bleib mal, lass mal das. Ja, wenn du deinen aktuellen Stab jetzt wegnimmst und austauschst gegen den Adler, gegen die Adlerkugel, hast du keinen Feuerblitz mehr. Und dann musst du in den Arm ran. Ja, nee. Nur so als Info. Lieber nusch. Okay. Ah, ich bleib mit WASD steuern. So, hier da drüben holen wir jetzt erstmal den Wegpunkt, dass wir den schon mal haben. Der ist immer hier direkt am Anfang. Ah, du hast schon 2 Skelettis? Ja. So, bitte einmal anklicken, dass es freigeschaltet wird. Ist bei mir. Simone hat das nicht gemacht und da war das nicht freigeschaltet, weil sie dachte, das wird für sie mitgemacht, wenn ich hier anklicke. Krieg ich eigentlich auch Heilzauber irgendwann? Nö. Da hättest du einen Paladin spielen müssen. Ah. Nein, ich meine, um dich jetzt zum Beispiel heilen zu heilen. Ja, da hättest du einen Paladin spielen müssen. Der kann sowas. Ey, gibst du mir das Schild? Ich brauche das. Moment. Ich hab nämlich nur was Einhändiges. Hier ist noch mehr Typis. Ach was. Hätte ich jetzt. Meine Skelette kümmern sich schon drum, keine okay. Panik. Ja. Dankeschön. Da. Klein, aber immerhin. Sollte vielleicht auch mal verkaufen. Ja, wenn du keinen Platz mehr hast, wäre es eine gute Idee, glaube ich. Ja, ne? Vor allem muss ich auch mal aufwerten. Wollen wir die erste Folge ein bisschen länger als sonst mal? Oder bleiben wir bei 30 Minuten? Mir ist es egal. Wir können auch gerne generell ein bisschen länger machen. So, ich gehe mal ins Lager der Jägerin. Weil das Spiel ja ohnehin relativ... Storylastig ist, deswegen frage ich. Nicht storylastig, aber grindlastig halt. Okay, und es kann sein, dass wir zwischendurch halt eine Runde trainieren müssen und Gebiete mehrmals spielen müssen, weil wir Level brauchen halt. Ja. Und Erfahrung. Okay, also in Stärke, bis wie viel hast du nochmal gesagt, bis ich... Circa 90 bis 100. Vorerst. Kann ich denn... Nee, kann ich nicht. Oh. Guck mal nochmal verkaufen. Ja, wie man sieht... Wie man hier in meiner Kiste sieht, ne, in meiner Geteilt-Kiste, ich habe schon eine ganze Menge gesammelt. Hallo. Weil ich online viel online gespielt habe mit einer Magierin. Deswegen habe ich hier jede Menge schöne, schicke Steinchen und Tränke, Runen und Waffen. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück. Oh, ich habe sogar. Manche mit sehr mächtigen Oh, ich habe hier, warte mal, ich habe hier ein wunderschönes Amulett. Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Mit Zauberrate, die wäre auf jeden Fall was für dich. Da kannst du schneller zaubern hintereinander. Mhm. Hast du schon Level 3? Nein? Ja, so was? Dolche kannst du nicht gebrauchen, oder? Was kann ich gebrauchen? Dolche. Nee, da habe ich ein Skelett weniger. So. Das Schöne ja, den ist, einen Punkt muss ich dann auch noch anderweitig... Warum hebe ich denn, ich Idiot, denn bitte Dings auf? Keine Ahnung. Ich kann nicht... Du kannst es nicht? Ja, ich wollte gerade wieder... Ich heb das nochmal auf, bis du soweit bist. Ja.
Ja, das Amulett, das kriegst du dann, wenn du Level 3 bist, nicht, dass du versehentlich verkaufst. Okay. Konnte ich nochmal Geld auf mein Dings drauf tun? Eure Anwesenheit auf das Icon klicken unten in deinem Inventar, auf Einzahlen. Ah. Ich will ein bisschen Geld aufheben. Pack einmal alles rein, was du hast. Okay. Wenn du einkaufen gehst oder Reparaturen gehst, wird das automatisch mit aus deiner Kiste genommen, wenn es nicht okay reicht. Okay, wir können wieder. Die kalte Ebene. Ja, oh, ich wurde gerade zurückgeportet. Wieso? Keine Ahnung, der Server wahrscheinlich. Wir hatten übrigens heute auch eine Warteschlange beim Einloggen. Ja. Das ist ungewohnt hier. Hey, Warteschlange, Simulator woanders daher noch. Ja. Hatte ich tatsächlich bisher aber noch nicht. Ja, wir hatten ja auch einen Surfer rausgesucht gehabt, der ziemlich leer war, deswegen. Mach ihn in die Wand. Ja, geil. Das war eine schöne Wand. Warte, ich muss erst ausruhen. Ich bin außer Puste. Ich will jedes Mal deine Skelette angreifen, Mann. Ich weiß. Problematisch wird's dann, wenn selber Skelette als Gegner kommen. Ja. Dann denkst du, das sind meine und dann wirst du die ganze Zeit verhauen. Ja. Ein Schallschlüssel. Yeah. Jede Menge kleine rote Männchen. Kleine rote Männchen? Mhm. Hüllen der Schrein. Ah ja. Hüllen der Schrein? Ich habe es Füllen der Schrein gelesen, aber es heißt Füllen der Schrein. Ach so. Ja, die füllt Mana und Leben auf. Ah, da kann ich mal kurz dahin gehen. Hast du gefunden? Was hab ich gefunden? Die Höhle. Nee, ich hab gesagt, Höhlen der Schrein hab ich verstanden. Nein, ich hab gerade gefragt, ob du die Höhle gefunden hast. Oh, nö, noch nicht. Die ist aber irgendwo hier in der Nähe. Das finde ich auch so toll an Diablo. Es ist immer. Ja. Es ist immer, random, wo was ist. Nicht unbedingt. Finde ich schon. Nur sehr bedingt, wie das random ist. Aber es ist nie gleich. Also nicht gleich. Ja, das nicht. Aber es ist im Grunde eigentlich immer gleich. Hau doch mal drauf. Hatschbumm. Hier kommt man noch mal sehen, wie wo was ist. Hä? Ja, wenn noch was auf dem Boden liegt und du siehst es nicht richtig. Was hat das? Ach so, auf Alt. Ah. Da liegt nichts mehr. Okay. Looten! Nicht genug Mana. Ja, ich laufe an dem Zombie vorbei und der schlägt mich. Hallo, jetzt hau doch mal drauf. Ich brauche Mana. Oh, armes Du. Ich brauche mehr Mana. Alles, was einen großen Stock dabei hat, erst umhauen. Mhm. Ach, da oben läuft auch noch einer rum. Davor Geld einsammeln. Alles noch. Schlechte Schärpe, einfache Kappe. Okay. Oh, Handschuh. Ich habe Schriftrollen der Identifikation gekriegt. Das ist schön für dich. Guck mal, da ist eine Adlerkugel. Oh, bitte. Ja.
Warte. Quatsch. Ich stehe erstmal selber einen Feuerball in die Fresse, dass er weiß, wie es ist. Genau. Noch ja. Eine Adlerkugel. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, ich bin überladen. Wow. Ich gönne mir mal. Benötig Stufe 6. Weit zu Inferno. Sinn. Da prügeln sie wieder. Katar ist nichts für dich. Nee, ist Assassine. Nee, das Zeug nehme ich gar nicht erst mit. Oh, neue Fertigkeit. Yay. Ich auch. Oh, jetzt erstmal meinen Schwächungszauber. Renn doch vor mir weg. Auf, renn doch vor mir weg. Ich krieg dich trotzdem. Ich nehme auch schon immer nicht mehr alles mit. Oh, guck mal, da ist ein Blauer. Ja. Schau den erstmal ein bisschen mehr Schaden auf die Fresse. Oh! Ja, du kannst es haben. Ja, nehme ich auch. Ist ja ein Schild. Ich brauche ja Schilde. Nein, ich habe ein Amulett gekriegt, ein blaues. Ach so, ich habe ein grünes Schild gekriegt. Das brauche ich nicht. Werden wir belebt? Ja, weil da noch irgendwo so ein Schamane rumsteht. Müssen wir eben. Danke. Hä? Was? Weil ich von dem Geld einfach nichts kriege. Mein Gott, wenn du was brauchst, kann ich da was kriegen. Nein, das war ein Scherz. Ist ja nicht so, dass ich arm bin. Fertigkeiten. Ich muss mal eben meine Fertigkeit ausdingsen. Also eindingsen. Ja. Dingsbumsen. Mach das. Hm? Wo sehe ich jetzt meinen Angriffswert? Was wird's mit dem Angriffswert? Muss ich jetzt Stärke erhöhen oder muss ich Geschick erhöhen? Stärke hast du gesagt, ne? Stärke. Schadstärke. Okay. So, ich hab die Schadstärke erhöht. Nicht genügend Gold. Scheiße. Das kostet 80. Was sind du? Was kann ich für euch tun? Ich habe gerade meine Dingensbummens. Ein Portalchen habe ich gemacht. Ja, ich bin ja auch da. Plus, oh cool, plus 5 Mana. Das nehme ich. Ja, siehst du? Ist doch schon mal was. So. Das kann ich. Das bringt mir auch nichts, das Ding. Mann. Lalalala, lalalala, lalalala. Nur Assassine. Gesockelt bringt mir aber auch nichts. Ah, ich kann mittlerweile. Ah. Wurfmesser. Hast du jetzt Level 3? Denkst du mal, sonst könntest du ja keinen Punkt vergeben. Ich bin sogar Stufe 4. Ja, ich bin doch doof. Ich bin sogar Stufe 4. Ja, siehste. Warte mal. Bitteschön. So, ich brauche jetzt erstmal hier ein Büchlein. Ich habe ja sowieso noch jede Menge gespeichertes Geld für meinen anderen Charakter. Nehme ich das Mana oder nehme ich das, was du mir gegeben hast? Na komm, ich gebe das. Ja, das musst du wissen. Da kann ich dir nur sehr bedingt helfen mit. So. Guten Tag. Handeln. Was hat die Gute denn da? Anrüstung. Und Tote. Zieh mich mal um. Die klingen alle gut, die Sachen. Hier ist zum Beispiel eins, ein Kurzstab des Schocks. Fügt 1 bis 6 Blitzschaden hinzu, 50% Schaden gegen Untote. Ja, wenn du dir das leisten kannst. Weiß ich nicht. Ja, dann muss ich gucken, was das kostet. Nö. Aber bedenke auch, je hochrangiger die Waffe ist, die du hast,
desto teurer werden da auch die Reparaturkosten, habe ich schon festgestellt. Also ich hatte so einen ganz teuren Stab mal gefunden und habe den genutzt und da habe ich ständig irgendwie 1000, 2000 Gold bezahlen müssen, um das Ding zu reparieren. Okay. Hat nach einer Weile mich genervt. Verdammt, das wollte ich nicht. Ja, das glaube ich dir. Skelettbeherrschung, Knochenrüstung, Schaden, Knochenrüstung, Schaden. Skelett erwecken, Knochenrüstung. So. Ja, ich habe keine 8000 Gold. Ja, lädt, ne? Ja. Skelettbeherrschung, Schaden, Knochenrüstung, verstärkter Schaden, Nebengolem. Skelett erwecken, verstärkter Schaden. Ist mir irgendwo den jetzt. Hat mir nicht jetzt den Dings geschafft gehabt? Was? Die Quest? Nee, die Höhle war noch nicht. Da fehlen noch ein paar Viecher scheinbar. Ah, okay, okay, okay. Bei mir steht Questblock, deswegen frage ich. Mhm. Und ich habe gerade ein Steam-Benachrichtigung bekommen, warum auch immer. Nee, nicht in Steam, in Discord. Was war das? Ich nicht. So, du musst aber als erstes durch. Ich hab's aufgemacht, sonst ist das Portal weg. Okay. Bin durch. Interessante Schutzschild. Ja, ne? Aussprache, kacke. Und zwar nicht nur heute. Oh, warte, da oben ist auch noch so eine Ecke. Oh, hier ist schon wieder eine Adlerkugel, Alter. Was tropfen denn hier die Adlerkugeln die ganze Zeit? Tja. Bin wieder außer Puste, Verzeihung. Alles gut. Ich jetzt auch. Ja, das sind, ja, das sind wieder welche weggelaufen und die sind irgendwo auf der anderen Seite drin. Warte mal bitte. Ach warte, ich hab noch hier, ich hab noch hier so ein. So, jetzt kann ich wieder. Hast du so einen Trank geschluckt? Ja, ja, ich hab mal eben einen noch. Ich hab noch einen anstecken gehabt, dann hab ich gedacht, komm, nimmst du jetzt mal. Hm. Oh, geht ja noch auch noch nicht. Leichenschändung hier. Moment, ich muss wieder verschnaufen. Alles gut, ich will nur ganz mich durchgucken. Oh, ich habe hier auch ein Ausdauer-Elixier gerade auf dem Boden gesehen. Nimm es dir. Gönn dir. Ja, gönn dir. Ah, siehst du, da haben wir auch noch ein Stück, das nicht entdeckt ist. Ah. Guck mal, hier lassen noch welche. Jetzt sind wir fertig. Diese Grotte wurde vom Bösen gesäubert. Ah, wir sind hier sogar so ein bisschen in der Nähe. Da können wir hinlaufen. Oh, hallo, Freunde. Ja, hier geblieben. Warte mal. Ah, mein Auge. Aua, mein Auge. Ja, mich hüpft's gerade im Auge. Ja, meine Viecher haben wieder was gefunden hier. Die prügeln sich schon wieder. Die brauchen halt immer was zu tun, ne? Denen ist langweilig sonst. Ja. Auch zu Akara. Ja, ich habe die Höhle gesehen. Dann gib mir mal einen Punkt. Ihr habt mein Vertrauen erlangt. Und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit. Ah ja, und für die Leute, die sich fragen, wie ich skillen werde, erst skill ich das auf Max, dann kommt das auf Max und dann kommt das auf Max. Fertig. Und ich habe gerade erstmal gehört, was die Akara zu sagen hat. Ja, die haben nicht viel Interessantes zu sagen tatsächlich. Ich vergesse mir das. Mir hat das Ohr zugetackert. Ja, aber ich vergesse das immer abzuspielen, weil ich das schon hunderte Male gehört habe. So, einen Punkt muss ich dann nur hier reinsetzen und einen Punkt muss ich hier reinsetzen und dann kommt noch hier. So. Also ich gehe komplett auf Monster, deswegen brauche ich immer einen, der hinten dran steht und draufballert. Mhm. Weil spätestens auf Albtraum habe ich ein Problem, wenn so eine ganze Horde Viecher hinter einer Tür steht,
hinten hinter diesen Viechern ein Beleber steht und meine Skelette nicht durchkommen, sondern immer mit dem einen beschäftigt ist, das immer und immer wieder belebt wird und ich Ewigkeiten dastehe. Weil es einfach nicht vorangeht. Deswegen ist es gut, da schon eine schöne, starke Magierin hinten dran zu haben, die alle wegballert. Und ich einfach am Ablenken bin. Ja. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein. Meine Kundschafterinnen haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere Lebenden zu holen. Blutrabe, eine unserer besten Befehlshaberinnen im Kampf gegen Diablo bei Tristram, war auch eine der ersten, die dem Verderben Andariels erlegen sind. Jetzt könnt ihr sie auf dem Friedhof des Klosters finden, wo sie unsere Toten als Zombies auferstehen lässt. Wir können diese Schändung nicht hinnehmen. Wenn ihr wirklich unser Verbündeter seid, werdet ihr uns helfen, sie zu vernichten. Ja, wir töten deine beste Freundin. Ich habe auch das erste weggeklickt erstmal. Ach, verkaufen wollte ich noch. Ich warte so lange. Du komm, Poblitz, musst zwei zu leben. Kauf mal eben noch. Guten Tag. Was hast du denn immer? Mach hier raus den Kombo-Blitz. So. Ich habe jetzt einen +2 zu Kombo-Blitz auf meiner Waffe und deswegen habe ich den Kombo-Blitz jetzt ausgesucht. Mhm. Bin mal gespannt. Wenn ich jetzt aber jetzt merke, dass Blitz nicht meins ist, sondern eher Feuer meins wäre, kann ich das noch umändern? Nee, ne? Lass Feuer sein. Nimm okay. Blitz oder Eis. Okay. Halte eben. Und du musst dich nicht danach richten, wie zum Beispiel in Diablo 3, dass du auf den Rüstungen, auf gute Rüstung das und das und das drauf hast und dann danach deine Skillung umstellst. Das ist umgekehrt. Du kannst deine Skillung nicht mehr ändern. Du kannst sie einmal pro Schwierigkeit kannst du deine Skillung zurücksetzen. Das war's. Okay. Du musst deine Rüstung... Also habe ich Rüstung dabei bleiben. Würde ich dir empfehlen, ja. Ist sowieso am stärksten. Das macht am meisten Schaden. Okay, gut. Autsch. Ups, Entschuldigung. Sieht mit dieser Kappe so dämlich aus. Ja, ich habe einen Eisenhut. Uff, denkst du, ich sehe besser aus? Ja. Mhm, klar. Bitte. Die ersten Stromfähigkeiten hier mit diesen Kügelchen, die sind tatsächlich ein bisschen weil die halt zufällig in irgendeine Richtung gehen, aber spätestens wenn du dann den richtigen Blitzschlag hast, der dann in einer Linie vor dich geht und dann wenn du dann den Dingens hast, den Kettenblitz, der ballert dann ordentlich rein später. Okay. Ach, wo ist er? Da hinten. Du Arsch, hör auf! Ich brauche Mana. Was kriegst du denn? Ich hab hinten auf den Typ drauf geklappelt. Ach so. Ach, Nase juckt. Schalutze! Ja. Kann sehr schockierend sein. Gute Lederhandschuhe. Oh. Warte. Ja, da. Gönn dir. Hm.
Wir sind übrigens bei 46 Minuten. Da komm, bleib ich mal hier stehen, oder? Würde ich sagen. Warte, ich komme mal zu dich. Oh, da kommt was auf dich zu. So, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Tschüss.